So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, All Black Monster in Schwarz. Was hören wir da? Ein bisschen Sound. Aber so geht es bei uns natürlich immer zu. Ja, hier eure 7, wunderschön in Schwarz. Da haben wir auch was Cooles. Darf man sehen? BG, sieht man es? Ja, hier haben wir die Variante 840 PS. Kriegt das schöne Kfz hier. Und da können wir natürlich ein bisschen mehr spielen. Das ist ja nicht das Coole, es ist kein deutsches Fahrzeug. Da sind die Gesetze natürlich ein bisschen wieder anders wie bei uns. Leider, ja, was soll man machen. Aber hier das Fahrzeug kriegt eine Downpipe rein und unsere komplette Abgasanlage. Und hier haben wir natürlich schon was verbaut. Unsere wunderschöne Vollcarbon-Ansaugung und die große Inlets natürlich. Dann auch für die dementsprechende Leistung, die wir hier brauchen in dem Fahrzeug. Und ja, wie gesagt, von unten fehlt jetzt noch die Abgasanlage. Ich lasse jetzt mal trotzdem mal hoch, dass ihr das seht, wie das mal so ausgebaut alles aussieht. Ja, jetzt hier nochmal von unten. Gut, hier hinten ist jetzt noch alles geschlachtet. Hier verwenden wir die Original-Vorrohre. Ist jetzt in dem Fahrzeug auch tatsächlich besser, weil ja hier so, ja, das schöne Stück, was sich OPF nennt, fehlt ja jetzt dann hier in dem Fall. Aber das wird auf jeden Fall cool. Da braucht man die hier, dass es nicht ganz so sich leer anhört, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ja, hier natürlich alles nackig. Und wir haben schon vorbereitet, Klappensteuerung ist schon drin für unsere Abgasanlage. Und dieser Kollege kriegt dann auch die Vierer-Variante. Es wird auch sehr schön. Ich weiß es nicht mehr genau. Da müssen wir gucken oder sehen wir spätestens, wenn das Fahrzeug fertig ist. Aber ja, so sieht das Ganze von unten aus. Hier die tollen Streben. Da muss man auch mal schön aufpassen, wenn man das natürlich alles abmontiert, weil Kopfkühler. Aber ich habe ja ein bisschen meinen Vorteil mit der Cap. Stößt immer vorher an, bevor es direkt klack macht. Aber ja. Wir haben jetzt das Fahrzeug soweit fertiggestellt. Wir sind auch schon eine kleine Runde Probe gefahren und passt alles soweit. Das ist immer schön. Ja, das letzte Mal war ja noch die Abgasanlage demontiert. Jetzt ist das natürlich wieder alles schön zusammengebaut und auch getestet. Ja, fangen wir mal wieder hier an. Klar, die Vorschalldämpfer habe ich ja schon gezeigt, wie das jetzt hier läuft. Und dann gehen wir jetzt hier schon direkt auf Doppel 80. Dann wieder auf unsere schöne mittlere Klappe. Dann fahren wir wieder weiter mit Doppel 80. Komplett bis hinten raus. Das heißt, der Strang, die laute Seite ist komplett durchgehend. Und wenn jetzt hier dann quasi die Klappen noch zu sind, muss hier die Abgase hier über den Dämpfer, dann in den Dämpfer und dann hier wieder raus. Da erreichen wir natürlich dann auch den krassen Unterschied zwischen Klappe auf und Klappe zu, dass es auch dementsprechend leise ist und wir auch dementsprechend dann auch, sag mal, in dem Fahrzeug ist jetzt nicht so TÜV-mäßig, aber für die normale, das ist ja der Vorteil. Deswegen für die normale ECE, wie wir es ja gewohnt sind, ist es natürlich schon auf jeden Fall notwendig, so wie wir es jetzt hier haben. Ja, das letzte Mal haben wir das Kennzeichen gar nicht gesehen, gell, was ich da zeigen wollte. Nee, aber ich glaube, man sieht vielleicht hier unten. Kommst du ein bisschen hin? Ein bisschen rein. Ein B, ein blaues B. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja, Fahrwerk ist hier Luftfahrwerk drin. Da die Straßen, an denen, wo das Fahrzeug unterwegs ist, ist jetzt nicht so gut. Und ja, deswegen ist das Fahrzeug auch nicht tiefer gelegt, falls da Fragen dann kommen sollten. Ja, wir haben noch eine weitere Veredelung an dem Fahrzeug gemacht und die ist im Innenraum. Da fehlt zwar noch ein Teil, aber ich denke mal, das ist egal. Das gucken wir uns auch noch gleich an. Ja, wie wir ja so schön wissen, an denen Fahrzeuge, ja, die sind ja vom Innenraum echt schön, aber ein paar kleine Details gibt es natürlich immer noch, wo wir optimieren und verbessern. Hier ist ja das hier eigentlich alles immer in Kunststoff und ja, jetzt nicht so schön. Die Abdeckung hier fehlt jetzt noch in dem Teil, aber dass ihr wisst, wie das dann nachher ungefähr aussieht, das hier ist jetzt eine RS4-Abdeckung, die kommt dann quasi hier noch hin. Da steht dann, hier ist wunderschön das BTM dann geprägt und dann noch mit einer Ziernaht. Das passt jetzt hier nicht, ist klar, ist jetzt vom RS4, aber das ist dann nachher hier so dran und dann sieht das alles gut aus. Hier haben wir ja jetzt dann die graue Naht in dem Fall. Und das hier dann alles mit Alcantara bezogen. Das geht nach hier im hinteren Bereich dann auch gleich so weiter. Also wenn da dann mal, wenn da einfach Interesse besteht, einfach melden, das ist gar kein Problem. Das machen wir alles. Kann man alles in einem Abwasch machen.
Ja, da haben wir auch schon schöne Videos, wo wir mal von dem roten RS6 den komplette Innenraum gemacht haben. Also auch mit Dachhimmel und das ganze Zeug. Also das war auf jeden Fall... Das verlinken wir einfach mal. Ja, das war ein Bombenergebnis. Also das war richtig gut. Ja, wie gesagt, das Schönste ist natürlich jetzt dann hier die Leistung, was wir in dem Fahrzeug haben und der Sound. Deswegen schmeißen wir ihn gleich mal an, oder? Schön V8 gefahren bin, aber muss ich jedes Mal wieder sagen, hey, was rutscht denn hier alles so? Ganze Schlüssel und Geld. Muss jedes Mal sagen, brutal gut. Aber jetzt hier haben wir jetzt noch die Original-Turbolader drauf und wirkt einfach. Das Ding ist gleich giftig. Also, es macht richtig Laune. Also, mir ist vorhin auch schon ein bisschen der Arsch gekommen. Aber was man halt wirklich merkt und was dem Auto echt gut tut, vor allem die, wo man sonst auch immer filmt, ist halt wirklich ein Fahrwerk bei der Leistung. Das ist schon echt. Ist jetzt schon so klar, wir haben ja jetzt hier Luftfahrwerk drin. Ich denke mal, das hier rausmachen und ein Gewindefahrwerk rein ist vom Aufwand her und von den ganzen Fehlern und was da alles kommt, viel zu aufwendig. Ja, vor allem, also, wenn es seine Straßen dort nicht hergeben, das ist dann das andere noch. Das ist so. Ich sag mal, Luftfahrwerk hat schon Vorteile. Man kriegt das Auto relativ preiswert tiefer und kann halt immer noch Höhe variieren, wenn irgendwas kommt. Das haben wir ja bei dem RS6 auch schon besprochen, dass das recht gut ist. Die Fahrzeuge sind keine Kurvenräuber, das ist auch klar, aber die machen ja trotzdem auch schon so extrem viel Spaß. Und zum Cruisen sind halt schon ein bisschen mehr so die Autobahn. Fahrzeuge, wo man dann dementsprechend dann auch Leistung hat und sowieso jetzt hier Leistung, Sound, Ansaugung, also man hört es mal wieder schön vorne, also die Turbolader sind am Arbeiten, das ist hier auch ganz gut. Ja, ich finde auch RS7 fahren eh sehr wenige rum, also ist schon krass. Ich habe einen und dann jetzt natürlich hier ein schwarzer, ein paar vereinzelte haben auch gemacht, aber man ist auch gar nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Aber so tendenziell sind die RS7-Fahrer schon zahm unterwegs. Also Leute, vorbeikommen, RS7 mal wieder ein bisschen mehr pushen. Vielleicht ist das der Grund, warum Audi jetzt das neue Modell komplett RS7 nennt und dann nur Avant. Ja, genau, und dass man sagt, ich habe ein RS7, dass man dann nicht mehr komplett durcheinander kommt. Also ja, gut, das ist eh so ein Thema, das wo keiner versteht. Ich weiß nicht mehr, ob das die intern überhaupt verstehen, was da mit der Modellbezeichnung los ist. Also, ob das gut war oder der richtige Weg,
glaube ich jetzt mal nicht. Ich denke mal, die Modellbezeichnungen gibt es schon ewig und da wusste jeder einfach sofort Bescheid, was für ein Fahrzeug das man hat. Und jetzt finde ich schon schwierig. Da jetzt will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich finde es nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Dann heißt es eine RS7 Avant und weiß der Geier was für Bezeichnungen. Also, naja. Man wird sehen. Was soll ich sagen, was die Zeit noch so bringt. Und ich denke mal, dass sie das nicht mehr ändern werden, aber irgendwann gewöhnt man sich ja und das Ganze mal gucken, ob das noch so wird, wie wir uns das vorstellen. Aber ich denke mal, Leistung und so machen wir trotzdem nach wie vor. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzugucken. Ja, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.